In einer Felsenhöhle auf einer Anhöhe abseits des Dorfes Skelford, Leicestershire, England. Der Dämon tobte in der Höhle. Und die Männer um Jack McKenzie zogen den Kreis enger, sodass der Schein der blakenden Pechfackeln den Schatten seiner Gestalt dutzendfach an die Felswände warf. Ein nackter, hagerer Körper mit überlangen spinnenbeindürren Armen. Ein schwarzes Gesicht mit glühend roten Augen, die er verzweifelt vor dem Licht zu schützen suchte. Die Männer empfanden kein Mitleid, nur Hass. Dieses Monster hatte ihre Frauen und Kinder geholt und Skelford über Monate tyrannisiert. Jim, Tony, die Stäbe. Hier, Jack. Her damit. Und Vorsicht, Jungs. Denkt dran, ihr dürft ihn nicht direkt ansehen. Nicht ansehen. Alles klar. Gut. Nicht hinsehen. Silberstäbe. Angefertigt allein für diese Nacht. Er hat Angst. Greift ihn zurück. Ja. Ohne ja, ihm ins Gesicht zu sehen. Los, los, Ben. Bis in das Loch. Zurück! Das Silber zwang den Dämon zum Rückzug. Jack McKenzie öffnete eine Flasche mit Weihwasser. Ein schmaler Spalt in der Höhlenwand. Die letzte Zuflucht. Hinein mit dir! Hier kommst du nicht mehr. Los, die Stäbe! Rasch setzten sie die Silberstäbe in die vorbereiteten Fassungen. Der Spalt war verschlossen. Das Monster eingesperrt. Ihr müsst hier verrotten, du Monster! Ha! Kommt, Männer! Hier geht! Ja, kommt! Ja, gut! Nichts wie weg hier. Wir haben es geschafft. Oh, los. Vor dem Eingang der Höhle errichteten Jack McKenzie und seine Männer ein mannsgroßes Holzkreuz. Ein Mahnmal für alle Nachkommenden, damit die unselige Kreatur, die hier eingekerkert war, nie wieder den Weg ins Freie finden möge. Erleichtert verließen sie den Ort. Der Dämon war besiegt. Jedenfalls dachten sie das damals, in dieser kalten, mondlosen Nacht des Jahres 1674.